mit den Kirchenjungs. Na? Vielleicht ein bisschen. Ich will ja nicht Best Friends mit denen werden, ja. Also ich will ja einfach nur gucken, dass wir uns nicht gehen, dass wir halt dieses Sternensystem hier offen haben, damit wir hier durchreisen können, wenn wir das wollen. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchgekommen bin eigentlich. Sieben Sekunden noch. Und Nase rauf und ab dafür. So, vielleicht können wir uns da nämlich auch gleich noch neue Crew kaufen. Skytrooper, ich verstehe das einfach nicht. Geh auf. Was verstehst du denn nicht? Wo ist das Problem? Vielleicht fragst du einfach. Bis beim nächsten Hyper. Bis dahin, hau rein. Ja, wie gesagt, das Spiel ist relativ simpel eigentlich. Du baust deine Blöcke und springst halt einfach von einem Punkt zum nächsten weiter und guckst, was es da gibt. Vielleicht bessere Ressourcen, Materialien, um Schilde zu bauen. Ja. Es ist halt einfach ein Bauspiel, also ein Exploration-Spiel, wo du halt auch Sachen bauen kannst. Mehr ist es nicht. Haben wir hinten irgendwie ein Triebwerk verloren? Kann schon sein, ne? Was die Symbole bedeuten, wie ich baue alles. Ich weiß nicht genau, was du meinst mit Symbole. Je näher du dem Galaxiekern kommst, desto stärker werden auch die Feinde. Ja, das ist richtig. Und damit braucht man dann wirklich auch mal Schilde und so Zeugs. Oh, guck mal. Hier gibt es Ressourcen. Aber die brauche ich gerade nicht. Ich brauche ein Ressourcendepot. Das brauchen wir. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Oder war das Ding? Ein Handelspost? Nee, ein Ressourcendepot war es. Da kann ich die, glaube ich, umwandeln, oder? Muss mal die Waffen ausschalten. Nicht, dass ich versehentlich da einen anschieße. Ja, und dann sagen die, hey, Freund Nase. Du alte Nelke. Genau. Und dann können wir uns vielleicht auch noch Crew kaufen, weil da fehlt es jetzt gerade auch an allem irgendwie. Das fehlt uns besonders. Beschleunigung ist gering, okay. Nicht genug Ingenieure, ja. Ressourcendepot, alles klar. Ja, da müssen wir halt gucken. Und vielleicht können wir mit denen auch ein bisschen Buddy machen, mäßig. Weißt du, ein bisschen auf Kumpels. Dann haben wir doch vielleicht mehr Möglichkeiten, mit denen auch mal zu interagieren. Ressourcen. Rohe Erze raffinerieren. Und was ist jetzt? Alle? 2 Sekunden. Okay. Nehmen. Und jetzt kann ich doch die mit denen handeln, oder? Ressourcen handeln. Kann ich jetzt mal 1000 Stück verkaufen. Ja, nee, kaufen. Nee, Moment. 1000 Stück. Okay. Jetzt hat sich auf jeden Fall die Beziehung auch da wieder ein bisschen verbessert. Das ist cool. Crew anheuern. Wir haben leider nicht so viel, was wir da machen können, aber für ein 1000er Crew auf jeden Fall. Jetzt sind wir überbevölkert, aber die Probleme haben sich dadurch fast gelöst. Das bedeutet, auch da werde ich jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt haben wir nämlich auch wieder andere Sachen. Und zwar können wir jetzt wieder Sachen, wir brauchen beispielsweise Crewquartiere und einen Frachtraum. Und das baue ich jetzt hier unten mit ein. So, und zwar möchte ich jetzt hier erstmal Crewquartiere einbauen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder dafür Platz. Und jetzt brauchen wir noch Frachträume. Einfach damit wir mehr Platz haben. Und wenn wir jetzt die Frachträume haben, das ist schon mal ein Ding. Die Beschleunigung war jetzt aber was völlig anderes. Und da haben wir nämlich ein richtig dickes Problem gehabt. Und aber das ist nach wie vor ein Problem des Energiegenerators. Das heißt, auch da werden wir nochmal gucken. Energiegeneratoren brauchen wir definitiv noch mehr. Weil da haben wir jetzt wirklich das größte Problem gehabt. Jetzt produzieren wir... Erzeugt 9 Gigawatt. Das ist sehr gut. Dann kann ich jetzt hergehen und sagen, bitte zeig mir mal alle Eisenblöcke, die aus Triebwerk bestehen. Und dann sage ich jetzt hier, ich würde gerne ein Eisentriebwerk bauen, ein Titantriebwerk bauen. Würde das gerne upgraden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr davon.
Was ist denn eigentlich das Symbol? Serverauslastung ist über 81. Die Serverauslastung ist zu hoch. Okay. Da muss ich mal schauen, wie wir das lösen können. Okay. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Leute. Wir haben, wir können hier rausspringen. Das geht. Und wir wissen, wo wir unsere Ressourcen verarbeiten können. Lass mal ganz kurz nochmal schauen. Wie viel... wir haben jetzt freier Frachtraum 76. Das mit dem Frachtraum müssen wir uns noch anschauen. Nee, anschießen möchte ich die nicht. Was ich aber gut fand gerade eben, ich habe das jetzt gerade eben gesehen, die sind jetzt, die mögen uns echt überhaupt nicht. Also kann ich handeln mit denen, was wir wollen. Mit denen werden wir einfach nicht so weit kommen. Oh, wer ist das denn? Lauti, du hast ja ein... Nein, holy moly, zeig nochmal. Ach, wie krank. Ist das cool. Wie cool. Das ist richtig hübsch gemacht. Mit Schild. Ach, episch. Ach, wie geil. Klasse Schiff. Das schaut ja richtig, richtig, richtig nice aus. Gefällt mich. Oh, Piraten. Kaufmann. Transporter. Ich berechne mal notfallmäßig einen Kurs. Falls die uns angreifen, hau ich ab. Ah, okay. Kann ich da jetzt einfach wegspringen? Oh ne, da gibt's was Falsches. Warte mal, Nordwest muss ich. Ost. Nordwesttor, da muss ich hin. Schaut cool aus, auf jeden Fall. Sehr geil. Schwarzer Blutgraf, dankeschön für dein Abo. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht in das Tor reinbretter. Die Tore schauen auch ein bisschen anders aus von denen, ne? Wow. Ging aber flotti Karotti da durch, ne? Philipp, grüß dich. Hi, moin. So, wir wollen weitergehen Richtung... Oh, da sind wir ja ziemlich am Ende. Handelsposten, Ressourcendepot... Hier gibt es auch sonst nichts, oder? Nee, da wollen wir auf jeden Fall... Ich spring da jetzt durch, querfeld ein. Hier ist auch noch irgendwas. Kaufmann, der uns nicht gerade wohlgesonnen ist. Ist mir egal, weg damit. Ach, ich habe ja Integritätsfeld. Deswegen haben die uns vorhin nicht so erwischt. Ich habe ja... Ah, ich erinnere mich. Ich habe ein Integritätsfeld ja mitten in unser Schiff eingebaut. Und das sieht man auch jedes Mal, wenn ich irgendwo reinkomme, flackert es so ganz kurz ein Minütchen auf. Das ist das. Das sind aber keine Piraten. Ja, Glück gehabt. Macht die Piraten platt, falls sie mal angreifen, sollte das genug... Ah ja, die Pluspunkte, ja klar. Meine Reputation und so ist alles, ne? Aber ich finde das immer krass, dass der Server jetzt gerade auf so einer... Ja, wobei jetzt meldet er, der Server ist aus 50% ausgelastet. Das ist halt echt überhaupt nichts, ne? Zum Glück haben wir jetzt ein relativ starkes Gerät hier. Boah, das ist echt schon crazy. Und können jetzt hier relativ schnell unbedarft springen. Unsere Reaktoren sind richtig gut. Luis, grüß dich, hi! So, meine Lieben, da ist auch schon der Nächste wieder. Lauti ist das. Da ist auch nichts zu greifen, ne? Jumpen wir mal zur nächsten Sonne rüber. Was gibt's hier alles? Ressourcen, Handelsdepot und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich trivial. Bloß hier unten sehe ich noch gerade mal so einen kleinen Asteroiden, den interessiert. Wer interessiert mich noch?
die Server... Ah, soll nicht der Wahrheit entsprechen, okay. Das kann natürlich, das macht die Sache natürlich jetzt schwierig, weil der blinkt ja auch bei 50% Sicherheit ein ab. Na, das ist jetzt gar nicht so einfach. Okay, jetzt kriegen wir halt Titanerz ohne Ende. Gucken wir mal. Ist das nur Singleplayer? Gregor, nein, wir sind hier auf einem Avorion-Server. Der ist für alle frei zur Verfügung. Jeder kann da drauf spielen, der Bock hat. Wenn du magst, kannst du auch gerne dazu stoßen und selber mitmachen, wenn du Avorion spielst. Und kannst dein eigenes Schiffchen hier bauen, wenn du das möchtest. Das liegt ganz bei dir. So. Ganz entspannt. Wie lange streame ich eigentlich heute schon wieder? Ich sehe das gar nicht. Ah, jetzt ist voll. Dann passt es ja eigentlich, dass wir hier weiterspringen. Ob die Eisenasteroiden nachspawnen. Holla, kannst du mal Ausrufezeichen Uptime in den Chat schreiben? Handelsposten, ich brauche ein Ressourcendepot. Schon wieder ein Tor, was wir nicht können. Okay. Handelsposten. Wo geht's da hin? Ach so, da geht's garantiert in so ein System hoch. In das, dieses Königreich von Blubblub. Nee, da will ich nicht hin. Aber hier gibt's doch... Ein Ressourcendepot muss es hier geben. Einen Handelsposten sehe ich. Da unten ist es. Da will ich hin. Unglaubliche Geschwindigkeit! So. Aber der geht nicht automatisch. Ich glaube, das Uptime ist im Cooldown. Ja, okay, das ist mit dem Cooldown müssen wir uns nochmal überlegen. Das passt noch nicht so ganz. So. Driften! So. Also bereiten wir das mal auf. Raffinieren. Alle. Weiter geht's. Zwei. Steuer bezahlen wir halt. Nehmen. Dann, was haben wir hier noch? Ressourcen handeln. 4000 haben wir mittlerweile von dem Zeug. Das ist zwar gar nicht so wenig. Ja, okay, dann bin ich schon fertig. Zweieinhalb Stunden habe ich schon. Ach, das ist verrückt. Dann gehen wir jetzt bald nach Hause. Aber noch nicht. Noch eine Minute noch. Nico, grüß dich, hi. Nur eine Minute noch. Ich bin doch noch nicht fertig. Fünf Schiffe Piraten. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Ich will darüber. Sprungroute ist berechnet. Warten wir noch die 30 Sekunden ab. Und dann springen wir schnell weiter. Mit voller Mopsgeschwindigkeit. Na, aber sowas von. Aber sowas von. Mal ganz kurze Frage an die beiden Streamchats. Wie findet ihr es bis jetzt? Was versteht ihr noch nicht? Wo habt ihr Fragen? Was könnte ich noch machen? Wo sollte ich vielleicht ein bisschen besser hingucken?
Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, dann jetzt in den Chat. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Wie es euch denn generell überhaupt gefällt. Was ihr da, wo, ob ihr da Bock drauf habt. Ja, ist immer so. Ich mache immer länger, als ich dürfte. Schwierig. So, jetzt sind wir hier wieder im Nirgendwo. Aber hier ist wenigstens irgendwas, oder? Nee, hier ist gar nichts. Tote Hose. Leerer Stern. Zwei Schiffe von den Kirchenjungs sind hier. Aber da wären wenigstens so wenigstens so ein paar Signaturen wären da. Asteroiden sind da auch ein Haufen. Naja, gut, dann fliegen wir da halt nochmal hin. Wie immer. Mir gefällt es ganz gut, sagt die Ilona. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich mag solche Spiele, die ja oberflächlich so easy aussehen und dann in die Tiefe halt dermaßen runtergehen. Das mag ich einfach unfassbar gerne. Kolonne fliegen und Kämpfe ausfechten. Wir sind ja in einer Allianz. Das heißt, wir sehen uns ja. Also man könnte das auch machen. Deathlord sagt, ich liebe dieses Spiel. Bin ich ganz bei dir. Wie gesagt, ich stehe da voll drauf. Ich weiß, und wir wissen ja noch nicht mal ansatzweise. Wir haben ja noch nicht mal in unserem Schiff Schilde. Stefan sagt, ich find's cool, würde gerne mitzocken, bin aber nicht mobil. Ja, das ist, verstehe ich schon, das ist schwierig. Und was ist das hier? Bergbauschiffe fliegen hier rum. Ja, wie gesagt, der Server, der wird heute wieder runtergefahren, nachdem ich offline bin. Einfach damit jeder die gleichen Chancen hat und nicht dann hier schon riesen Trümmerschiffe rumfliegen und keiner mehr irgendwas machen kann, weil einfach alles zu groß und zu viel ist. So kann dann jeder, auch der halt den Stream erstmal später entdeckt, auch nochmal aufs Neue so ein bisschen reinfinden zu dem Ganzen. Ich finde, das ist eine faire Sache für alle Beteiligten. Jeder, der möchte, kann dann auch später und nachträglich nochmal nach dazukommen. Das finde ich ist eine ganz coole Nummer. Also mit dem Erz ist auf jeden Fall eine höhere Ausbeute, aber es ist halt umfangreicher, das nach Hause zu bringen, ne? Muss halt erstmal, also ich meine, wir kriegen hier deutlich mehr raus, ne? Mobil Equipment Merchant, da müssen wir mal hinschauen. Was, der fliegt hier eh rum, aber der sind 15 Minuten ab, bis dahin kriegen wir den auf jeden Fall. Alles klar, oder? Eine kleine Flotte aufbauen, ja, so Jäger oder Abbaujäger wäre halt mega, die automatisch losziehen und halt Ressourcen abbauen. Weißt du, die dann einfach pro System mal rauslässt und dann, was weiß ich, die einen bauen halt wegen Eisen ab, die anderen wegen Titan, sowas in die Richtung. Das wäre halt cool, aber da brauchen wir erst einen Fighter-Hangar und den haben wir halt jetzt im Augenblick noch gar nicht, ne? Abbaujäger gibt's da, ne? Ja, das ist cool. Das ist halt richtig cool. So, hier ist nochmal eine Signatur, da war auch noch niemand von uns. Fliegen wir da mal hin. Ich glaube, hier war ja sonst nichts weiter, oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen, irgendwas Größeres? Ich sehe jetzt hier aber ehrlich gesagt auch keinen riesengroßen Asteroiden. Nö, also hier sehe ich wirklich keinen großen. Aber im nächsten System schaut die Sache bestimmt besser aus. Gucken wir mal. In 3, 2, 1 und go. Da du ja aussteigen kannst aus dem Schiff und mit einem Shuttle rumdüsen kannst und verschiedene Schiffe wechseln kannst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du einem Schiff auch einen ganz spezifischen Befehl geben kannst.
Handelsposten. Gucken wir mal schnell. Plasma-Waffen. Nee, ist nix. Hier ist ein Reparatur-Dock. Also ich würde ja gern zu dem nächsten Sternensystem hier weiterfliegen, nach Norden. Westtor. Süd-Südost. West. Nordtor. Dann fliegen wir mit hier mal Vollgas weiter. Man braucht dabei einen Captain. Okay, also man kann das wohl. Okay, cool. Joshua, willkommen zurück. Also man braucht einen Kapitän und dann kannst du so ein Schiff auch Bergbau-Mining schicken, oder was? Ist ja schon cool. So, hier haben wir ein Ressourcendepot, da wollen wir eh hin. Ich gucke gerade immer so ein bisschen schielig so rein. Du kannst auch ganze Flotten damit anlegen. Ich habe auch gelesen, man kann dann auch relativ viele coole Sachen mitmachen. Wie beispielsweise, dass man so bestimmte Jäger oder was baut und dann immer weiter produziert. Dass man so kleine Jägerchen baut und dann Mining-Jäger und so Zeugs mitmacht. Aber da bin ich noch nicht so ganz firm. Das hätte jetzt auch voll schief gehen können. Ich habe mich schon andocken sehen. Alle nehmen. Jo. Nein, 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 nein. Hoch die Nase. Ressourcen handeln. Wir haben jetzt 7000 und 9000. Wir kriegen 1000 für so ein Ding raus. Wenn wir da mal sagen, okay, wir verkaufen da nichts, will ich eigentlich davon verkaufen. Ich will das alles behalten. Das ist alles meins. So. Ich hab dann Salat. Hier ist ein Casino. Station Casino. Ich werd bekloppt. Was ist das hier? Militärstation. Schiffswerft. Und jetzt fliegen wir nach Norden weiter. Da haben wir dann endlich Ruhe. Nord-Nord-West, yo. Da haben wir mit den Kirchenjogis nichts mehr am Hut. Also wer die alten X-Spiele gemocht hat, Avorin ist ja noch ein... Ne, der findet sich da auch irgendwie wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen meine Welt. Ne? Also ich mag das gerne. So, okay. Diese auch riesengroße... auch 1000 Möglichkeiten, was du hier machen kannst. Handelsposten ist nicht meins. Ausrüstungsdock wäre jetzt eher meins. Aber das gibt's hier halt auch nicht, ne? Okay. Dann will ich weiter nach Richtung West. Irgendwas mit Nord, West, Nord. Ja, das ist gut. Da fliegen wir weiter. Ich will ja mal ein bisschen weiterkommen an die Grenzgebiete, wo es auch mal Ressourcen, die nächste Ressourcen vielleicht gibt. Ja, das wäre mal cool. Abwrackjäger. Ja, das Abwrackjäger kann ich mir vorstellen, so nach einem Gefecht oder sowas, dass man dann schaut, was so übrig geblieben ist von den Gegnern und dann halt sich die Teile besorgt. Das finde ich schon ziemlich cool. Da haben wir am Anfang auch, glaube ich, die ersten Module herbekommen. Okay, und jetzt wollen wir nach Norden rauf. Da gibt es richtig coole Sachen. Genau. Das ist unser, glaube ich, unser letzter Sprung für heute. Meine Lieben, es ist Sonntag. Ich muss am Morgen auch wieder an die Arbeit gehen. Deswegen heute wahrscheinlich der letzte Sprung. Bei dem Spiel geht die Zeit wie im Flug. Ja, finde ich auch. Also es geht wirklich, wirklich schnell.
So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir schon mal immer noch nicht in der Richtung Ausrüstungsdock, oder? Ne, hier ist kein Ausrüstungsdock. Hier 12 Schiffe von Piraten. Hier wäre eine auch kein anderer Ausrüstungsdock. Hier würde ich auch mal gucken gehen. Hier ist auf jeden Fall ein riesen Gerät. Ausrüstungsdock wäre hier oben. Da haben wir noch ein Stück hin. Wir brauchen nämlich unbedingt auch mal bessere Jump Range. Wäre cool. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle, meine lieben Mitspieler, sichert euch, wenn ihr gerade im Kampf seid, denn nach dem Stream fährt der Server runter. Ich sage es an der Stelle nochmal ganz kurz, damit jeder das auf dem Schirm hat. Nach diesem Stream, wenn jetzt dann gleich der Abspann und so weiter durch ist, fährt der Server herunter. Deswegen schaut, dass ihr sicher steht, damit euch nichts passiert, wenn ihr wieder einloggt. Also am besten gerade nicht in einem Kampf oder sowas. Ne? Wäre so mein Tipp an euch. Wenn ihr das... Wäre ganz cool. Nicht, dass euch wirklich noch was passiert. Das hätte ich, das wär, würde mir leid tun. Ja? Das würde mir leid tun. Deswegen speichert euch jetzt und weiter geht's dann eben im nächsten Stream. Der wird spätestens... spätestens zum... Donnerstag sein, vielleicht aber auch ein bisschen früher, je nachdem, wie ich mit den Aufnahmen durchkomme. Ich muss momentan recht viel aufnehmen, weil ich einfach auch sehr viel geschludert habe. Und deswegen kommt der nächste Stream einfach schlicht und ergreifend. Sobald ich Zeit finde, kommt der nächste Stream. So wie heute, das war ja auch ein ganz spontanes Ding. Und ich mag diese spontanen Sachen eigentlich immer am liebsten. Weil da geht es einfach am besten zur Sache. Aber ansonsten spätestens Donnerstag. Ne? So machen wir das, würde ich sagen. So, aus dem letzten Sprung sind schon wieder irgendwie mehr gegangen, ne? Lippo hat gerade nochmal die Slot-Maschine bedient. Uhrzeit, nächster Stream, immer so gegen... ich sage jetzt mal zwischen 5 und 6 meistens... Später nur, wenn es extrem heiß ist. Oh, da ist ein Riss. Der führt hier rauf. Da ist der gute Lauti ist hier oben. Da führt das Wurmloch hin. Ja, schauen wir halt mal durch. Mal schauen, was der Spielstand sagt dazu. Neonite, okay. Okay, das wäre super, Lippo. Oh, oh, oh. Sehr schwach im Verhältnis. Also auf gut Deutsch, hier kriege ich auf die Nase. Das ist noch nicht meine Region. Ja gut, das ist auch schon ein bisschen arg weit. Ich muss hier erstmal rumdümpeln. Ja, das machen wir nicht sonst. Da habe ich... Nee. Das machen wir nicht. Da bin ich zu weit. So, meine Lieben. So, und das Wurmloch hier, das lassen wir mal gut sein. Ich mache mal gerade ein bisschen Abstand. Wenn es ziemlich cool aussieht. Cool, meine Freunde.